Dann herzlich willkommen zum Pressestatement der Freien Wähler Landtagsfraktion, kurz vor der konstituierenden Sitzung zur 18. Wahlperiode mit nunmehr 27 Abgeordneten. Begrüßen wir Sie. Die ersten Worte jetzt von Hubert Aiwanger. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir erleben als Freie Wähler sehr glückliche Tage und Stunden momentan, weil wir mit einem Traumergebnis aus dieser Landtagswahl herausgegangen sind. Ja, 11,6%, 27 Abgeordnete, das nach einer Situation, wo wir in der Vergangenheit ja mit vielen Mitbewerbern zu kämpfen hatten, wo bundespolitische Themen die Lage bestimmt haben, wo wir ja von vielen an den Rand gedrängt worden sind, wo es geheißen hat, die Freien Wähler werden sich hier nicht etablieren können in dieser, ja, in diesem Haifischbecken. Trotzdem, wir haben Themen gesetzt, zuletzt auch nochmal das Thema der Straßenausbaubeiträge, wo wir auf alle Fälle auf eine pragmatische, bürgernahe Politik hingewiesen haben und jetzt eben mit diesem Traumergebnis in den Landtag eingezogen sind, sogar eine AfD, eine SPD hinter uns gelassen haben, eine traditionelle Volkspartei wie die SPD hinter uns, eine Partei wie die AfD, die auch vielleicht groß geschrieben worden ist, die immer die Schlagzeilen bekommen hat, die wir nicht hatten, liegt hinter uns und eine, ja, gute Zeit liegt vor uns. Und wenn jetzt diese Leute kommen, Sie sehen es in den Gesichtern, glückliche Leute, die anpacken wollen. Wir wissen noch nicht mal von allen endgültig die Namen, einige sind noch nicht, also die da sind, von denen schon, aber von denen, die alle reinkommen sollen, wir wissen von Oberbayern noch nicht abschließend, wer denn dabei ist. Wird also noch spannend auf den letzten Metern. Und trotzdem haben wir gesagt, wir machen jetzt eine Fraktionssitzung, um die Leute möglichst früh auch an uns heranzubinden, damit die nicht noch ein, zwei Tage lang draußen, ja, rumrennen müssen und schon mitbekommen, dass hier erste Gespräche in München beginnen. Es geht ja Schlag auf Schlag mit dem Thema der möglichen Koalition, in die wir ja rein wollen und reinkommen werden. Das läuft ja jetzt alles parallel. Es sind die letzten Leute noch nicht ausgezählt und es beginnen schon die Gespräche für morgen, für übermorgen. Also das ist ja alles ein sehr, sehr enger Zeitplan. Trotzdem läuft alles mehr wie nach Plan. Besser hätte man es nicht planen können. Weder den Wahlkampf noch das Ergebnis, noch jetzt diese Übergangszeit. Bis jetzt, ob Sie es glauben oder nicht, nicht eine persönliche Rivalität, nicht eine Reiberei. Nicht eine Thematik, mich habt ihr aber vergessen oder dieses Thema dulde ich nicht oder wenn ich nicht dabei bin, dann gibt es Ärger. Also eine große Aufbruchsstimmung, mich erinnert das an 2008, wo wir hier ganz frisch reingekommen sind. 2013, ja, war dann irgendwie ein bisschen Business as usual und ja, wir sind nicht gebraucht worden damals. 9% zwar ein sehr gutes Ergebnis, aber die Regierungsverantwortung ging an uns vorbei und diesmal läuft es wohl auch uns zu, damit ganz neue Perspektiven. Und als Freie Wähler sind wir ja gewohnt, Verantwortung zu übernehmen. Hier sind Bürgermeister dabei, hier sind Landräte dabei, bei unseren Leuten, die Macher sind, die gewohnt sind, draußen Dinge nach vorne zu bringen, nicht Dinge zu verwalten oder uns zu erklären, was alles nicht geht, sondern da sind Leute, die brennen, was umsetzen zu wollen für dieses Land. Von einer Kandidatin, die heute nicht Zeit hat, weil erst vor zwei Stunden ihr Name gefallen ist, dass sie jetzt dabei ist, hat gesagt, ich stehe für alles zur Verfügung, plant mich ein, ich freue mich unwahrscheinlich, die ist dann in den nächsten Tagen dabei. Also eine Aufbruchsstimmung, wie wenn wir völlig frisch reingekommen wären. Meine Mitstreiter neben mir, das danke auch für dieses Team, ihr seid im Besonderen sehr neu an mir gewesen in Zeiten des Wahlkampfs, auch in letzter Zeit und ich hoffe auch in Zukunft. Und was ich so an Signalen mitbekomme, glaube ich, sind alle überglücklich. Wir wollen jetzt anpacken, wir stehen bereit. Ja, jetzt müssen nur noch die Würfel fallen und muss die CSU vernünftig genug sein, dieses ehrliche Angebot von uns auch ehrlich anzunehmen, mit uns ehrlich umzugehen. Dann gibt es gute Arbeit für Bayern. Wenn nicht, dann sagen wir auch, sind wir nicht die Naiven vom Land, sondern wir werden ihnen dann auch die Kante zeigen. Wir lassen uns von einer CSU auch nicht vorführen, lassen uns keine Dinge präsentieren, die wir nicht wollen. Wir sind zu nichts verpflichtet, wir sind nur unserem Land verpflichtet. Das wollen wir leben, also super Stimmung. Es passt, wir freuen uns aufs Arbeiten. Für jetzt Ihre Fragen bitte. Okay. Wo sind denn rote Linien für Sie, was Sie sagen, Sie lassen sich nicht über den Tisch ziehen? Wo sind denn die Markierungen, die Sie setzen wollen, wo Sie sagen, da geht's nicht? Wir haben natürlich einige Eckdaten definiert. Wir wollen die kostenfreie Kita, wir wollen keine dritte Startbahn, wir wollen keine weiteren Krankenhausschließungen, wir wollen Rückerstattungen bei der Straps und wir wollen die alten Ersterschließungsbeiträge abgeschafft sehen und zwar ab sofort, dass hier diese Dinge nicht mehr weiter verfolgt werden. Also da sind wir relativ kompromisslos bei diesen Dingen.
Es geht uns auch um den politischen Stil. Es taucht ja immer wieder dieses Phänomen FDP auf. Wie ist es der FDP gegangen? Passt auf, dass es uns nicht genauso geht. Auch das habe ich einem Herrn Söder schon persönlich gesagt und auch öffentlich. Deshalb darf ich auch sagen, was ich ihm persönlich gesagt habe. Ich habe gesagt, ich bin zu einer fairen Zusammenarbeit bereit. Wenn ich aber merke, ihr spielt faul, dann sucht euch einen Dümmeren wie uns. Dann gehen wir. Das muss ihm klar sein. Wir sind nicht einfach zu haben. Es ist vielleicht für die Medien jetzt nicht ganz so spektakulär, weil wir ja vielleicht weltanschaulich von unserem Grundverständnis der Gesellschaftspolitik relativ nahe beieinander sind. Jetzt meint man, das ist Business as usual und die Grünen behaupten schon irgendwo, das wäre ja langweilig oder irgendwo. Aber spätestens ab morgen Nachmittag wird man sehen, wenn die Berliner abgezogen sind, die den Bayern sagen, was sie zu tun hätten mit ihren bunten Schals, dann wird jeder sagen, geht mit Gott, auch geht. Also insofern glaube ich, dass wir hier auch den Nerv treffen, dass wir hier vernünftig auftreten und dass wir an der Sache dran sind und dass es hier besser ist, den Grundkonsens zu haben, als nur zu sagen, ich bin anders und du musst anders werden, erst dann bist du gut und dann streitet man wochenlang und am Ende gibt es dann kurz vor knapp irgendeine knappe Entscheidung und alles steht auf Messerschneide und wir wackeln hier so dahin wie in Berlin. Das wäre mir ein Grauen, sowas darf in Bayern nicht passieren, dass wir ein solches Bild nach außen abgeben, dass die Politik quasi handlungsunfähig ist. Dafür sind wir nicht in diesem Land und werden ordentlich bezahlt vom Steuerzahler. Also auch das ist eine rote Linie für uns, vielleicht sogar die dickste rote Linie. Ob man hier partnerschaftlich dieses Werk zu Ende führt, die 5 Jahre, dann werden die Karten wieder neu gemischt. Oder ob man meint, ja, die lassen wir jetzt verhungern auf diesem Weg und am Ende sind wir wieder der dicke Maxi und die gibt es nicht mehr. Also das werden die nicht erleben. Die Themen haben wir schon angesprochen. Bleiben wir kurz bei dem Bild, was der Herr Söder heute ja auch gesagt hat. Er will nicht Bayern verwalten, er will eine Zukunftsvision von Bayern entwickeln. Wie soll das Bayern der Zukunft aussehen? Was ist denn da Ihr Ansatz? Es soll bürgernäher werden, es soll wieder mehr Freistaat werden. Es ist mittlerweile auch zu viel Kontrollitis in Bayern Einzug. Hat zu viel Einzug gehalten, auch durch Schuld von Herrn Söder. Söder war Finanzminister. Ich habe noch von niemandem in dieser Zeit so viel Kritik gehört an den Finanzbehörden als in der letzten Zeit unter Söder, was sich bis heute widerspiegelt, dass der Mittelstand kontrolliert wird, bis auf die Unterhose und dergleichen mehr. Ich sage das ganz deutlich so. Also da sind wir an vieler Dinge deutlich übers Ziel hinausgeschossen. Die Bürokratisierung auch des Vereinswesens. Sie finden heute kaum einen Feuerwehrvorstand, einen Landjugendvorsitzenden, einen Schützenvereinsvorsitzenden, der nicht massiv klagt über die Datenschutzgrundverordnung und dass ihm keiner hilft. Also auch diese Dinge, diese ja, weichen Faktoren müssen wir ins Auge fassen. Wir müssen auch zukunftsfähiger werden bei erneuerbaren Energien, beim Umgang mit unseren Ressourcen. Ist ja ganz ein spannendes Themenfeld, ein Wachstumsland wie Bayern mit einem Zuzug von 100.000 Menschen im Jahr und trotzdem dem Bestreben, möglichst viel Natur zu erhalten, ist ein bisschen die Quadratur des Kreises. Man wird es nicht ganz hinbekommen, aber man muss hier pragmatisch vernünftigen Kurs fahren. Wir müssen die Opposition besser einbinden. Auch das wünsche ich mir. Keine Politik, hurra, wir haben es geschafft und mit euch reden wir nicht mehr. Wir müssen also hier die gesellschaftlichen Kräfte, die am Werk sind, besser für das Gesamtbild eines zukunftsfähigen Bayerns einspannen. Wie sieht es mit der Migrationspolitik aus? Genau, jetzt machen wir ihn noch. Ja, ich wollte sagen, Sie haben sich in den vergangenen Jahren auf bestimmten Themenfeldern vor allem viel Expertise erworben. Bildung, denke ich, gehört dazu, Landwirtschaft, Heimat, Energie, Umwelt. Wo sehen Sie Ihre Schwerpunkte, was ja dann auch für die Ministerien nicht mal so gut ist? Natürlich ist diese große Überschrift Heimat der Markenkern der Freien Wähler. Was bisher unter Heimat subsumiert worden ist, ist uns zu wenig. Das war im Endeffekt Breitbandausbau und der hat nicht geklappt und sehr viel mehr ist nicht gekommen. Also wir verstehen hier durchaus von der Energiewende bis hin zum Tourismus, wo wir ganz neue Aspekte und Impulse für Bayern brauchen, bis zum Erhalt der Infrastruktur, der Gesundheitsinfrastruktur, viele Ansätze. Die genauen Ministerien werde ich Ihnen heute nicht nennen können, selbst wenn ich wollte, weiß ich selber noch nicht abschließend. Wir haben natürlich gewisse Vorstellungen, aber es gibt auch diverse Zuschnittsmöglichkeiten und deshalb auch die Zahl, die hier rumgeistert, dass wir ja irgendwo von 3 bis 5 Ministerien, das wird irgendwo die Eckzahl sein, entweder 3 ordentliche, wo man ein paar Staatssekretäre mit reinbringt und mehr Themenfelder oder 5 kleine, irgendwo dazwischen bewegt sich das.
und Ihre Frage zur Migration. Ich glaube, dass wir bei der Migrationspolitik auf alle Fälle die politischen Spitzen nehmen müssen. Wir müssen dieses Thema politisch entschärfen. Das ist nach wie vor eine tickende Bombe, die von Extremisten bedient wird, die damit nach wie vor Stimmung schüren auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite, und das sage ich jetzt auch als Kritik an den Grünen, die Dinge rigoros schönreden und auch in Wahlkampfarenen bei mehrfacher Ansprache, was sie denn dann mit jemandem täten, der massiv gewalttätig worden ist und mit falschem Herkunftsland, selbst dann immer noch sagen, ja, irgendwo das Wort Abschiebung würden sie sich über die Zunge abbeißen. Auch das will der Bürger anders sehen. Wir sehen das nicht als ideologisches Thema, sondern als pragmatisch zu lösendes Thema. Mit der Überschrift Menschlichkeit ja, trotzdem gesunder Pragmatismus und Gesetzestreue, also geltendes Gesetz umsetzen, geltende Rechtslage umsetzen, darum geht es uns. Das heißt, der Verfolgte genießt Asyl und auf der anderen Seite der wirtschaftlich Brauchbare bekommt Arbeitserlaubnis, aber der aus einem sicheren Herkunftsland kommt und nicht qualifiziert ist und vielleicht sogar noch straffällig wird, da gilt eben das Gesetz, dass diese Menschen nach Hause müssen. Soweit das umsetzbar ist, würden wir das unterstützen. Und ich glaube, dass wir damit auch das Feuer von der Lunte nehmen an der Stelle und den Rücken wieder frei bekommen für andere Themen, die die Bürger interessieren und nicht nur an der Migrationsfrage uns abarbeiten. Und ich glaube, dass es auch den Bürgern zu einem gewissen Teil klar geworden ist. Man sieht es am Wahlergebnis einer Partei, die sich mehr erhofft hätte, dass diese Sprengkraft nicht so zu transportieren war, weil die Bürger vielleicht schon sehen, dass diese Partei nichts bewegen wird, nicht an eine Regierung kommen wird, höchstens dazu führen würde, dass die Grünen an der Regierung wären. Und das wäre der Fall, wenn die Freien Wähler nicht so unwahrscheinlich stark wären in Bayern. Dann würde heute eine Koalition Schwarz-Grün im Raum stehen. Und dann würde ich fragen wollen, den AfD-Wähler, wie viele Abschiebungen er erreicht hat, dadurch, dass er die AfD gewählt hat, nämlich negativ. Also insofern sind wir die Vernünftigen bei diesem Thema und werden dieses Thema in den nächsten 5 Jahren, wenn nicht weltpolitisch ganz Großes passiert, was wir nicht in den Griff kriegen, werden wir in 5 Jahren dieses Thema weniger beachten müssen, hoffentlich wie heute. Also keine generelle Arbeitserlaubnis, kein Spurwechsel? Also keinen generellen Spurwechsel, sage ich. Wir werden auch hier pragmatisch sein, wer wirklich in seinem sozialen Umfeld angekommen ist, wer wirklich beim Arbeitgeber unverzichtbar ist und dort seine Arbeit leistet, da sind wir durchaus offen, solche Leute hier zu lassen. Aber das Wort Spurwechsel darf nicht die Ausrede werden für nicht vorhandene Rückführungsabkommen und wieder für 10 Qualifizierungsmaßnahmen, die nach 3 Jahren sagen, war wieder nichts und dann findet man neue Namen, dann ist verjährt. Vorher war Spur gewechselt und dann war er verjährt, weil dann wird der Bürger wirklich sagen, ich will nichts mehr hören in die Richtung. Herr Kain. Herr Aiwanger, Sie sind Bundesvorsitzender vor allem, der Landesvorsitzender vor allem, weil der Fraktionschef vor allem, demnächst kommt vielleicht noch ein größeres Ministerium auf Sie zu. Wollen Sie all diese Ämter behalten oder denken Sie daran, das eine oder andere abzugeben oder zum Beispiel nicht Minister zu werden, um sich auf die Fraktionsarbeit zu konzentrieren? Ja, einiges ist ja hier nicht kompatibel und das ist genau der Punkt, Minister und Fraktionsvorsitzender geht nicht zusammen. Es gab zwar mal Minister, die haben das gemacht, aber das ist jetzt nicht mein Ziel. Also wir werden diese Dinge jetzt genau analysieren. Ich sage ganz ehrlich, ich hätte eine gewisse Freude daran, die Fraktion weiterzuführen und hätte hier mit Sicherheit auch tolle Arbeit. Und es wäre wichtig, hier die neuen Leute zu integrieren, die Arbeit weiterhin gezielt zu verteilen, auch die Themen breiter anfassen zu können, wie vielleicht nachher als Minister. Trotzdem glaube ich, dass eine gewisse Erwartungshaltung auch im Raum steht, Minister zu werden. Vielleicht, dass ich von anderen mehr gerufen werde, als dass ich selber unbedingt in der Früh mit den weißen Handschuhen abgeholt werden will. Ich fahre bis heute gerne selber Auto und hoffe, das auch möglichst weit tun zu können. Nachher einiges wird vielleicht so nicht mehr möglich sein. Also ich bin hier entspannt und Sie können sich darauf verlassen, dass Aiwanger nicht alles macht. Wer von den beiden wird der Nachfolger als Fraktionschef? Alles zwei. Wer von den beiden wird Nachfolger als Fraktionschef? Aiwanger? Das werden wir nachher besprechen und dann in den nächsten Wochen, wenn die Minister stehen, dann wird hier gewürfelt. Vielleicht werden wir am Ende würfeln, weil es gibt so viele, die es könnten.
Erwarten Sie, dass diese schnelle Sortierungsgespräche werden, wenn Sie rasch zu Koalitionsgesprächen kommen? Ja, das ist unser Ziel, möglichst rasch zu Koalitionsgesprächen zu kommen. Es ist ja der Zeitplan im Raum, dass wir morgen um 7 treffen. Wenn das morgen gut geht, vielleicht am Freitag gleich mit Koalitionsgesprächen beginnen, ansonsten vielleicht am Donnerstag nochmal nachjustieren und dann beginnen. Aber ich gehe heute davon aus, dass wir noch in dieser Woche konkret in die Themen einsteigen. Und an uns soll es nicht scheitern. Wir dürfen auch gerne ein paar Tage früher fertig sein, als uns die Verfassung vorgibt. Also wir haben hier ein anderes Tempo als die Berliner, aber es ist einfach hier auch vielleicht die Sache klarer, was man will. Herr Adam, ja. Sie sagen, die Opposition konstruktiver einbinden, schließt das die AfD dann explizit mit ein? Ja, also ich werde, ich weiß nicht, wie weit ein Söder da mitgeht, aber ich will mit allen Parteien mal reden, ob das dann in meiner Rolle künftig noch als Landesvorsitzender ist oder wie auch immer, das sei dann dahingestellt oder als Abgeordneter oder wo auch immer, ich dann meine Autorität dazu hernehme, um eben mit allen, die nicht in einer Regierungskoalition mit dabei wären, regelmäßig, und das heißt öfters als einmal jährlich, aber mindestens einmal jährlich, vielleicht ein vierteljährlich oder je nach Themengebiet, vielleicht bei dem einen oder anderen zu sagen, erklär mir mal, was du genau mit dieser Umgehungsstraße meinst, wenn du schon den Antrag stellst, was soll daraus werden? Und das kann bei einer anderen Partei, die Sie vielleicht gemeint haben oder auch angesprochen haben, auch mal bedeuten, wenn hier Rituale Einzug halten wie in anderen Ländern, dass man singend den Saal verlässt, wenn ein anderer redet, dass man sich vielleicht mal unter vier Augen hinter der Ecke trifft und sagt, liebe Leute, könnt gerne so weitermachen, dann hat aber das keinen Sinn, was ihr macht, es sei denn, ihr findet das toll, wir würden es anders besser finden und ja, vielleicht reicht es ja da mal bei den einen ins Gewissen zu reden und bei den anderen konkrete Themen abzugreifen. Ich weiß heute nicht, wer bei den anderen in erster Linie jetzt im Landtag sitzen wird und wie die sich gewähren werden. Aber wir, zumindest ich als Hubert Aiwanger, will, dass wir mit allen irgendwo einen Grundkonsens hinbringen, warum wir in diesem Parlament sind. Weitere Fragen? Ich müsste die Feministenfrage stellen. Die Feministenfrage muss ich stellen. Achso, die Feministenfrage. Das heißt ja oft, die Freien Wähler seien sehr männlich und alt. Würden Sie das jetzt zur neuen Fraktion auch sagen? Erste Frage und zweite dann, hätten Sie gerne eine Frau in der Regierung? Und wer könnte also sagen? Es wird in etwa so ausgehen, die letzten Namen, wie gesagt, wissen wir noch nicht, aber dass wir mindestens so viele Frauen haben, wie wir Mitglieder haben, also über 20%. Wenn ich jetzt durchgehe, dann werden wir sechs Frauen in etwa in der neuen Fraktion haben. Das ist jetzt zwar nicht 50%, aber das wird bei uns auch nicht so erzwungen wie bei anderen Parteien, dass auch ein Mann dann das Feld räumen muss, dass selbst ein etablierter MDL dann vom Platz 1 verschwinden muss und eine unbekannte Frau hinkommt, nur weil er körperlich die falschen Merkmale aufweist. Ich weiß auch nicht, ob man da nicht der Gleichberechtigung dann ein Schnittchen schlägt, wenn man dann vielleicht einen Mann auch benachteiligt an der Stelle. Ich sehe auf alle Fälle eine Frauenquote bei uns angekommen, die es in der Zahl der Mitglieder ist. Ich hätte auch gerne mehr und wir werden aber alles tun, um Frauen in entsprechenden Positionen zu positionieren. Es geht aber bei uns jetzt auch nicht darum, hier blind Quoten hinterher zu rennen, natürlich gewisse Quoten muss man erfüllen, die werden an einen auch herangetragen. Ansonsten haben bei uns aber Frauen auch alle Möglichkeiten der Entfaltung. Meine Lebenspartnerin war ja Abgeordnete mit mir hier, hat es mittlerweile zur Landrätin gebracht und die andere Kollegin Müller ist ins Europaparlament gekommen, ist wieder Spitzenkandidatin fürs Europaparlament. Also bei uns machen Frauen durchaus auch Karriere. Es gilt Ihnen also ein Spruch, ich habe mal gehört, die Emanzipation ist erst dann gelungen, wenn man aufhört, Männer und Frauen zu zählen. Man kann vielleicht auch darüber mal nachdenken. Weitere Fragen? Falls das nicht der Fall ist, würden wir Ihnen jetzt noch mal Gelegenheit geben zu weiteren Antextbildern. Ja. So.